Hallo liebe Freunde, willkommen zum nächsten Inbox Review Video. Ihr habt es ja gelesen, es geht um den Panzer M3 Lee, genannt nach General Lee. Nein, der Panzer hat nicht den Namen von diesem General Lee, sondern von Robert Edward Lee, und zwar war das damals ein General der Konföderierten Armee im Bürgerkrieg gegen die USA. Witzigerweise gab es dann auch noch einen anderen General, das war dann General Ulysses Grant, gegen den auch General Lee dann gekämpft hat, und dann hat er dann gegen General Grant dann irgendwann mal nicht gewonnen, er hat dann kapituliert. Aber viele kennen zum Beispiel diesen M3-Panzer auch unter dem Namen M3 Grant. So. Und zwar ist dann der Unterschied zwischen dem M3 Lee und dem M3 Grant, dass der M3 Grant einen anderen Turm hat. Und der wurde dann auch vorzüglich bei der britischen Armee eingesetzt. Ihr seht, die Kiste ist nicht groß. Das Hause Tacoma hat eben einen kleinen Panzer in eine kleine Kiste gepackt. Sie ist zwar sehr hoch, aber sie ist... Jetzt bin ich auf den Ausknopf gekommen. Na, ganz toll. Also, wir sind stehen geblieben hier. Und zwar hat die Box ein schönes Boxart. Und zwar haben wir hier an der Seite dann schon mal ein paar Bemalvorschläge. Wir haben dann hier ganz normal die Schachteln mit dem Bild von dem M3. Und hier an der Seite haben wir dann schon mal die Teileauswahl, was uns denn in dieser Box erwartet. Und eben dann noch andere Versionen von dem M3. Und zwar die späte Version und die Bergepanzer-Version. Gut. Das ist die mittlere Variante vom M3. Und wir gucken jetzt einfach mal rein, was Tacoma da für uns erwartet. Okay, während ich also mit der Box hier am Rumwuseln bin, ein bisschen Hintergrundwissen. Der M3 Lee bzw. M3 Grant. Es gab zwei Versionen, daher auch zwei Namen, Lee und Grant. Hier haben wir halt den M3 Lee. Gebaut wurden von dem M3, also der zur kurzen Geschichte, der M3 war ein Bindestück. Also es gab damals den M2 Medium Tank und dann sollte ja eigentlich der M4 Sherman produziert werden und das ist eben das Zwischenstück. So, und davon wurden nur 6.300 Stück gebaut und 1.300 davon alleine für die russische Armee damals. So, unsere Anleitung. Die Anleitung ist wirklich klein. Ne? Nur knapp 20 cm mal 14 cm ist nicht viel. Wir sind welche gewohnt, die ein Stück größer sind. Gut, deswegen zoome ich einfach gleich mal ran, damit wir überhaupt was lesen können. Und dann kommen auch gleich dann die Sachen, die mir schon mal ein bisschen negativ hier dran aufgefallen sind. Tacoma typisch, eben leicht verständlich, eine Teileansicht auch hier. Und dann geht es auch gleich los mit der genieteten Wanne. Die Hauptzahl von diesem Panzer bestand eben aus diesen genieteten Wannen. Es wurden Typen ja auch hergestellt mit verschweißten Wannen und gegossenen Wannen, allerdings nicht in so einer großen Stückzahl, weil das ging wirklich schneller. Gut, vom Panzerschutz her war das genau dasselbe. Witzigerweise, hier in dieses kleine Ding passen 6 Mann rein, also es muss da wirklich eng gewesen sein. Die Russen gaben dem Panzer auch den Spitznamen Grab für 6 Freunde. Ganz schön makaber, ne? Gut, hier also Einbau, erstmal Fahrwerk und Einbau der Hauptbewaffnung. Und dann kommen wir dann auch gleich zum Einbau der ganzen Kleinteile etc. Und dann kommen wir, das in der Mitte zu suchen. Okay, dann haben wir hier noch Einbau unserer Sekundärbewaffnung. Und hier sind auch nochmal jeweils MGs drin versteckt. Einmal hier unten, einmal hier oben. Und hier ganz oben auch nochmal. So, und jetzt kommt das, also es ist wirklich schon klein, da braucht man eine Brille für. So, jetzt kommt auch... Das ist nämlich hier das Ende. Es wird gar nicht... Wir gehen quasi so lang nach da. Ein bisschen verwirrend, aber ist egal. So, und jetzt kommt das Ganze makabere. Ich muss mal hier mein Licht mal ein bisschen dimmen, damit ihr das hier seht. So, könnt ihr die Schrift lesen? Nee, könnt ihr nicht. Ich genauso wenig. Also ich brauche dafür auch eine Brille und eine Lupe. Die Schrift ist wirklich total klein. Also... Wenn ich jetzt mal zum Beispiel, ich mache immer gerne einen Vergleich. So, jeder weiß, wie groß 1 Cent ist. So, hier wissen wir, wie groß 1 Cent ist. Und deswegen seht ihr dann auch, wie groß diese Schrift hier ist. Also die ist echt schlecht zu lesen. Genauso wie dann hier oben die Farben von MIG. Ich meine, es ist schon okay, dass man hier sich wenigstens Gedanken gemacht hat, welche Farben man nimmt. Aber man hätte es auch alles ein bisschen größer machen können. So, jetzt kommen wir dann weiter.
Wir haben also, Verzeihung, der M3 wurde auch in der Wüste eingesetzt und eben auch im Europafeldzug, Ostfront etc. Hier haben wir die Markierung für die Wüste und die Markierung für die Wüste. Von der einen Kompanie, vom dritten Platoon und vom zweiten Platoon der gleichen Armee. So, die Werbung kommt erstmal weg. So, dann haben wir hier die Hauptkompanie, so wie das hier aussieht, von dem gleichen Platoon. So, Wüste. Dann haben wir hier England, eine englische Version, hier eine amerikanische Version, die aber in England eingesetzt wurde. Und hier haben wir zur Abwechslung mal wieder eine Wüstenversion. Dann haben wir hier wieder eine Wüstenversion. Und zu guter Letzt haben wir dann hier noch eine Wüstenversion. Toll, ganz klasse. So. Aber wie gesagt, die Schrift ist wirklich extrem klein. Zum Vergleich nochmal unseren Cent dazwischen, ne? Also ich kann den Cent besser erkennen als diese Schrift hier. Nicht gut. Tacom hätte uns wirklich einen Gefallen getan, wenn sie dann dieses Cover, diese ganze Anleitung einfach mal ein bisschen größer gemacht haben. Hätten. So. Hätte Fahrradkette, sagen die sich dann bestimmt. So, und hier sehen wir dann schon mal die beiden verschiedenen Serientypen, M3 Lee und M3 Grand. Auffallend am meisten ist hier eben die Seitenverkleidung. Das ist wahrscheinlich auch der einzige, ja, Unterschied. So, wir haben aber die mittlere Variante, hier haben wir die frühe Variante, hier sehen wir die Hauptbewaffnung noch ohne Mündungsbremse und hier haben wir sie mit Mündungsbremse. Okay. Und dann haben wir hier noch Werbung für eine V2. Und das war's. So. Also, anleitungstechnisch, wenn ich jetzt wählen sollte zwischen 1 und 10, wobei 1 das Beste ist und 10 das Allerschlechteste. Nee, andersrum. Also 1 das Schlechteste. Ich sage jetzt mal Punkte. Je mehr Punkte man hat, desto besser ist es. Ich würde sagen, das wäre eine 2. Nee, sagen wir mal eine 3, okay? Weil die Anleitung ist eigentlich überschaubar, aber wie gesagt, die Schrift ist eindeutig viel zu klein. So, hier haben wir eigentlich eine Tüte, da sind unsere Decals drin, ein paar PE-Teile und ein wahnsinnig großer Gussast mit unseren Klarsichtteilen. Das sind nur die beiden Hauptscheinwerfer. So. Wir gucken mal später, ob wir irgendwo noch was anderes finden, weil ich habe mir das alles noch nicht so ganz genau angeguckt. Aber hier haben wir dann diesen mega großen Gussast mit den Klarsichtteilen. Klarsichtteile kommen immer gleich wieder in die Tüte. Denn Gussast ist nämlich so riesengroß, man könnte ihn verlieren. So, dann haben wir hier ein paar kleine Foto-Ads-Teile. Und zwar ein Lüftungsgitter, ein paar Haken und sonstige kleine Teile, die dazukommen. So, und dann kommen wir zu unseren Decals. Normalerweise machen wir sie zuletzt, aber die waren in der Box nun mal ganz oben. Also machen wir sie auch ganz oben. Schutzfilm ist klar. Und dann haben wir hier dann eben die 1000 Wüstenvarianten und dann die anderen kleinen Varianten. So, aber die Decals sind randscharf gedruckt. Die machen einen guten Eindruck, wie ihr hier sehen könnt. Okay, ist in Ordnung. Kann man so lassen. So, und jetzt kommt es zum Plastik. Die Plastikteile. Das ist die Unterwanne. Also ihr seht, es ist ein riesengroßer Panzer. Wahnsinn. Der ist also. Ich weiß noch nicht, wo ich Platz finde, um dieses mega große Teil unterzubringen. So, er misst so alleine die Wanne, misst knapp 14 cm. Könnte wunderbar neben einem Panzer II stehen. Gut, aber wir sehen hier eben auch wunderbar die Nieten. Das ist eigentlich das, was diesen Panzer ausmacht, dass er eben komplett durchgenietet ist. Und das sehen wir hier auch. Das macht einen super tollen Eindruck. Und dann macht es auch Spaß, da ein Washing zu machen. Hier drin eben steht Tacom 2017. Von da ist die Form. Dann haben wir hier gleich unseren Turm. Und der hat eine schöne Gussstruktur. Wundert euch nicht, dass meine Pfoten so aussehen. Ich war heute noch schön am Arbeiten, deswegen sehen sie so aus.
Und ich bin ein Metallbauer, deswegen sehen sie auch manchmal so furchtbar aus. Gut. Und wie gesagt, eine schöne Gussstruktur ist hier drauf. Dann auch noch Produktionsmarkierungen, die hier dazukommen, eine Turmnummer und so weiter. Das ist schön dran gedacht. Also das ist jetzt nicht irgendwie was von Tacoma oder sowas. Nein, das ist eine Turmnummer, die da drauf ist. So. Alle Gussäste sind einzeln verpackt. Das ist eine schöne Sache. Damit wir auch viel Spaß haben mit Auspacken. Nein, aber es ist besser, wenn alles einzeln verpackt ist. Tacom-typisch haben wir hier diesen eckigen Gussast. Wir sind es normalerweise gewohnt von anderen Firmen, dass wir dann eben dass die Gussäste rund sind. Und hier bei Tacom haben wir es eben eckig. Gut, okay, soll jeder machen, wie er möchte. Also wo ich das erste Mal eine 12,8er Flak hatte, habe ich mich gewundert, wieso denn das auf einmal alles eckig ist. Aber es ist bei Tacom so. Hier haben wir dann ein gedrehtes Seil, aber allerdings aus Plastik. Wir haben hier ein paar Seitenteile, die auch eine schöne Struktur aufweisen. Also da macht es Tacom alle Ehre. Schöne Gussstruktur hier mit bei. Da, wo Guss gemacht worden ist, haben sie auch eine Struktur gemacht. Und wir sehen hier die Platte, die zur Oberwanne gehört, auch komplett alles vernietet. Und wir sehen dann hier eben die Nietenköpfe. Das macht echt total viel Spaß nachher mit dem Washing. Dann sieht man das richtig gut. Und es macht alles einen sauberen Eindruck. Ich sehe hier keine, selbst die Schaufel ist schön dargestellt. Ne? Hier haben wir eben die Schaufel mal im Detail. So, und normalerweise kennen wir das von anderen Firmen, die dann die Schaufelinnenseite einfach lieblos gemacht haben, weil die dann einfach so dann wahrscheinlich nicht zu sehen ist. Aber hier haben wir echt schön die Schaufel innen drin. Ne? Das macht auch nicht jeder. Wunderbar. Sieht echt gut aus. Ansonsten ist auch kaum Grat zu erkennen, so gut wie gar nicht. Wenn, dann vielleicht mal ein ganz, ganz leichter, den man aber wunderbar wieder wegmachen kann. Formverzug überhaupt nicht bis jetzt. Und also von der Qualität her echt klasse. Dann haben wir hier in einer Tüte mal zwei, aber das lag so gefaltet drin. Das ist auch in Ordnung. Wenn man nämlich zu viele Gussäste drin hat, dann können sich nämlich leichte Teile lösen und das wollen wir ja nicht. So, dann haben wir hier noch den Turmkranz, wo der Turm oben drauf kommt. Hier haben wir eben dann noch ein paar Reste, die von der Produktion sind. Das wird einfach abgemacht und dann ist in Ordnung. Die müssen nicht dranbleiben. Und hier haben wir diesen ganz kleinen Aufbau vom Turm, wo dann das MG rausguckt. Und hier die Kanonenblende sehen wir wunderbar, auch mit einer Produktionsnummer drin und in der Gussoptik. Also hier brauchen wir keine Gussoptik nachzumachen oder sowas. Hier ist die Gussoptik gleich mit dran. Fein, 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 super toll. Dann haben wir hier unsere Heckplatte und ein Seitenteil, wo man draufstehen kann im Riffelblechmuster. Auch hier hinten die Nieten schön zu erkennen. Und wir haben hier eine Axt, einen großen Schraubenschlüssel, also eben Bordwerkzeug auch mit dabei und sehr filigran hier die Haltegriffe. Die habe ich früher immer eigentlich aus Draht nachgebogen, weil die mir dann aus Draht ein bisschen feiner waren. Und hier sind die wirklich sehr fein gemacht, also braucht man die aus Draht auch nicht zu machen. Man muss eben nur sehr doll aufpassen, dass man diese Teile dann nicht zerstört, weil sie eben so filigran sind. Gut, fällt mir gleich was runter, weil dieser eine Gussast dann gleich zweimal da ist. Hier haben wir die Seitenteile des sogenannten Kasemattenaufbaus. Denn ein Kasemattenaufbau ist ja eben ein fester Aufbau, wo eine Kanone drin ist, die sich nur minimal schwenken lässt. Und das ist dann ein sogenanntes turmloses Fahrzeug. Deswegen heißt es Kasemattenaufbau. Allerdings hier bei dem M3 ist dann noch ein Turm mit bei. Gut, also so eine Kombination. Feuerkraft und so weiter gegen Beweglichkeit, so wie es bei den meisten Jagdpanzern gewesen ist von Deutschland, wie wir sie hier erkennen. Gut, auch wunderbar hier, kaum zu erwähnen, dass hier auch das tolle Nietenmuster wieder drauf ist und die Scharniere für die Ein- und Ausgänge an der Seite.
So, dann haben wir einen Gussast, der zweimal da ist. Das ist dann eben hier Fahrwerksteile. Und auch wieder ein sehr, sehr feiner Griff. Also die Griffe gefallen mir wirklich sehr gut. Die sind echt schön wiedergegeben. Gut, dann haben wir hier noch eine Kurbel, um den Panzer anzuschmeißen. Jeder weiß eigentlich, dass das Ding Petillo heißt. Wir haben alle Bud Spencer und Terence Hill gesehen. Ne? In einem japanischen Panzer heißt es Petillo. Gut, Petillo auch mit dabei. Gut, nur mal kurz zu erwähnen, Auswurfmarken sind da, wo sie hingehören. Und zwar innen rein, wo wir sie nicht brauchen. Ansonsten haben wir hier überall die Teile, wo dann was ausgestanzt wurde. Hier kamen eigentlich noch Teile mit bei. Die hat Takum natürlich wegrationalisiert. Gut, okay. Hätte man auch machen können wie Dragon, dass man eben die Teile durchstreicht, die man nicht braucht. Hätte sich unsere Grabbelkiste sehr darüber gefreut. Dann kommen wir zu ein paar größeren Teilen hier jetzt. Weiterhin Teile des Kasemattenaufbaus. Und dann hier die Front von dem Panzer, wo dann vorne das Getriebe drin ist. Und wir haben dann hier schon mal die seitliche Panzerung des Hauptgeschützes, wo das Hauptgeschütz drin ist und wo es sich dann mit drehen kann. Und wir haben hier eben auch dann diese Gussstahlstruktur und weiterhin Kleinteile en masse, kleiner Panzer, viele, viele Kleinteile. Hier haben wir das Hauptgeschütz, das ist aus einem Stück gegossen, also nicht zweiteilig oder sowas. Und auch nur minimal, weiß nicht, ob man es jetzt überhaupt erkennen kann, so minimal ist das. Ein bisschen näher ran. Ein ganz, ganz kleiner Grat ist da drin. Aber den kann man wunderbar mit dem Messer wegschleifen. Ist super. Das ist natürlich besser als ein zweiteiliges Kanonenrohr. Gut. Dann haben wir noch unser Fahrwerk. Ich muss mal gucken, wo die Tüte aufgeht. Zweimal ist dieser Gussast da. Hier haben wir dann das Federungssystem. Hier haben wir noch ein paar Schäkel, sehr, sehr fein. Hier haben wir ein paar sehr feine Ringe. Und hier haben wir dann eben die Laufrollen, die Antriebsräder. Und dann noch Teile, um das Fahrwerk zusammenzubauen. Es ist fast dasselbe Fahrwerk wie beim Sherman. Und hier eben gleich die kleinen Stützrollen mit bei. Der ist zweimal dabei. Und dann kommen wir auch gleich zu unserer Einzelgliederkette. Einzelgliedersegmentkette, muss ich dazu sagen. Also dieser Panzer hat eine sogenannte Segmentkette. Und zwar haben wir dann hier, also ist damals eine riesen dicke, fette Kette gewesen. Auch mit ganz, ganz fein, also da muss ich Takum auch immer mal loben. Die haben hier ganz, ganz feine Gussstückchen dran. Natürlich ohne Ende, aber diese lassen sich wesentlich besser heraustrennen als so ein komplett dicker Anguss. Gut, hier haben wir die Angüsse auf einer glatten Fläche. Das heißt, wir brauchen nur rauszutrennen, einmal mit dem Messer drüber, fertig. Segmentkette hat halt eben den Vorteil, dass sie sehr schnell zu bauen ist. Hier haben wir eine ganz, ganz leichte Fischhaut, sehe ich gerade. Also Fischhaut ist, wenn die Form nicht richtig geschlossen hat, und dann haben wir hier dann eben eine leichte Haut drin, ist aber nicht schlimm, die ist wirklich nur minimal drin. Segmentkette ist dann halt eben ein Kettenunterteil und ein Kettenoberteil, und da, wo die Kette umgelegt werden muss, haben wir dann eben diese kleinen Segmente hier. Ist natürlich ja ein bisschen schwer, da einen Kettendurchhang ranzukriegen. Ist aber machbar, und Leute, die dann natürlich dann ein Diorama bauen wollen, wo dann das Fahrwerk, was eigentlich beweglich ist, wenn sie das auf einem anderen Untergrund machen wollen, ist das für die dann ein bisschen sehr schlecht. Es gibt aber vom M3 gibt es aber auch noch eine Einzelgliederkette aus Metall von Friul. Da werdet ihr dann die ganze Kette auch beweglich darstellen können. Den Link zu Scale Mails setze ich natürlich wieder unten rein. Gut, mein Fazit zum M3 Lee.
Ein schöner Bausatz, ein schöner kleiner Bausatz, passt wunderbar in die Ära eben Panzer 1, Panzer 2 und kann man auch wunderbar neben den stellen. Also wer zu Hause schon Panzer 3 und Panzer 2 hat, der kann da den M3 wunderbar daneben stellen. Der passt von der Größe her auch einwandfrei dazu. Also ist nämlich auch so ein kleiner Knuff hier. Ansonsten ist der Bausatz ein gelungener Bausatz. Die Teile sind stimmig, sind passig. So, eingepackt ist alles. So, also die Teile sind passig, sind stimmig, sind sehr gut gespritzt. Natürlich Takum-Qualität, das erwartet man auch. Allerdings die Bauanleitung, die macht mir dann immer ein paar Magenschmerzen. Vor allen Dingen haben wir auch viele Modellbauer, die schon über 50 sind, die dann auch leichte Probleme dann haben werden, das dann schon zu lesen, wenn selbst ich schon Probleme habe, das zu lesen und ich bin noch nicht mal 40, also ich bin kurz davor. Aber trotzdem hat Takum da uns keinen Gefallen getan. Wenn ihr irgendwo vielleicht noch eine PDF findet, wo dann nochmal die Bemalung extra zu sehen ist, dann druckt sie euch am besten gleich groß aus, damit ihr dann keine Probleme habt dann mit dem Lesen. Gut, ansonsten ist er sein Geld wert und wir haben dann ein schönes Modell von dem M3 und ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, alles andere wird sich dann herausstellen beim Bau, aber von Takum her bin ich es gewohnt, dass eigentlich alles super passt. Gut, bei weiteren Fragen schreibt mich an, lasst ein Gefällt mir oben in der Ecke und am besten auch, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal gleich dazu, damit ihr dann weiter auf dem Laufenden bleibt. Wegen Vorstellungen, Tipps und Tricks und vielleicht auch noch mal hier und dort das ein oder andere Flugzeug, was ich noch vielleicht noch vorstellen möchte. Und dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Gut, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, außer viel Spaß beim Schauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis denn!